So, jetzt wird mein Baby umgestellt. Bip, 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 bip. Der hat keine Rückwärtskamera. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Camp Blindfort. Heute was Cooles, was anderes. Und zwar eine Harley. Und zwar, das gehört ein Kumpel von mir. Und der meinte ehrlich, das passt zu deinem Rolls-Royce. Bildtechnisch. Ich habe ein paar Bilder machen lassen von Sascha. Der Sascha hat Bilder von mir gemacht. Und ich muss eins sagen, geiles Ding. Gefällt mir wirklich gut. Ich habe die einmal in Las Vegas schon Probe gesessen, da ich den internationalen Führerschein nicht dabei hatte, sondern nur den deutschen, bekommt man nicht ausgeliehen. Ne? Aber in Las Vegas, wenn er nach Las Vegas fliegt, ne? Oder allgemein in den USA, darf das Ding zum Beispiel durch die Stadt fahren, kostenlos Probefahrt. Ja, also wirklich echt krass. Auf jeden Fall, ja, das ist so mein Favorit. Ich hätte die so ein bisschen alles in Carbon gemacht, vielleicht matt. Und ich finde die fett. Ich weiß nicht, ob die mir steht oder nicht. Sascha, was sagst du? Ja. So, wo ich drauf saß. Doch, doch. Schlüssel, guck mal, cool. Ist es Killes Go mit Alarmanlage, mit allem drum und dran. Ja, also wirklich krasses Ding. Ist nicht schlecht. Hier, fettes Navi mit allem drum und dran. Guck mal hier, guck mal. Quick, habt ihr gehört? Ah, warte. Touchscreen, nicht Touchscreen. Also wirklich absolut krasses Teil, ne? Guck mal hier. Unaufmerksamkeit kann zum Tod führen, stand. Ja, das haben wir nicht gelesen. Aber mit Motorrad muss man sehr, sehr, sehr aufpassen. Sehr aufpassen. Ja. Also das ist kein... Allen muss man aufpassen, aber das ist... Hier hat man links und rechts keinen Schutz. Einmal umkippen ist einmal umkippen. Ja. Die kippt auch, glaube ich, oder wenn die kippt, dann kriegst du sie auch so schnell nicht mehr hoch, glaube ich. Was wiegt die? Die wiegt 250 Kilo. Die hat zwar nur, glaube ich, 89 PS, aber die ist krass schwer. Ja, für meine Verhältnisse. Also das Ding zu halten ist nicht ganz ohne. Hier, Xenon-Scheinwerfer. Guck mal hier. Kannst du von unten vielleicht so Dings hier aufnehmen? Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut sehen kann. Aber echt krasses Ding. Ne? Für die ganz langen, für mich nicht, aber für die ganz langen gibt es hier für die Füße. Ja. Hatte ich drüber den Schlüssel in der Tasche. Ja. Zeige ich euch. Oh. So. Ich komme gar nicht dran. So, meine Damen und Herren, auch wenn ich das will, ich komme da nicht dran. Da muss ich mich auf den Tank setzen. Ja, da bin ich früher bei meinem Vater gefahren, auf dem Tank. Ja, also das ist überflüssig, das brauche ich nicht. Weil da komme ich eh nicht dran. Ja. Offener Luftfilter. Alles mit Zulassung. Sportauspuff mit Klappensteuerung. Ja. Zum Beispiel, oh, guck mal auf dem Display. Katastrophe, Willi Armstrong. Ja, Digitalradio, Lenkradheizung, alles, also wirklich krass. Die HiFi-Anlage, wir können das nicht vorspielen wegen Musik, YouTube und so weiter, aber die ist echt krass laut, ja? Also die HiFi-Anlage. Ich rede nicht von dem Auspuff, weil der Auspuff ist sowieso sehr, sehr, sehr laut. Ja, mit TÜV. Ne? Hier kann man Lautstärke regeln, alles Dings hier. Also krankes Ding. Ich habe eine Heldenbefreiung, deswegen bitte nicht nachmachen. Ja, ich fahre so ein Stückchen hier durch ein Gewerbegebiet, aber bitte nicht nachmachen. Ja? Nicht, dass irgendwelche Leute sagen, Belzec ist ohne Helm gefahren und das kann jeder. Ja? Ja? Und auch nicht meckern, ohne Helm und so weiter. Nein, ich brauche es nicht. Der Neupreis liegt bei 35.000, ja. Nach oben gibt es bei Harley gar keine Grenzen, also 50, 60, 70.000 geht auch, ja. Alles kostet extra. Aber auch 35 ist jetzt nicht wenig, ne?
Für ein Motorrad. Oh, ist das heiß. Scheiße. Sitzheizung. Ah, nee, das war die Beinheizung. Kann man sich vorne auch noch verbrennen? Ist das auch heiß? Nee. Aber dann, ja. Auf jeden Fall bitte nicht Gummischuhe tragen, sonst schmelzen die bei der Fahrt. So, ich fahre ein Stückchen. Ich mache einen Soundcheck. Achtung. Ich glaube, ich muss das so. Jetzt. So. Dann denkt ihr, okay. Ist okay. Ja, vom Sound her. Das ist schon geil. Das ist nicht okay, das ist geil. Ganz tief vibriert. Kann auch gemütlich machen, hier so, Achtung, angenehm mit dem Motorrad. Ja. Geiler Mann, 7000. Zeig mal, wie die beim Fahren aussieht. Bei was? Beim Fahren. Warte, ich nehme mein Handy. Also ich muss sagen, die ist ein bisschen schwer. Ja? Also 250 Kilo merkt man. Ich habe normalerweise die Kawasaki, aber aber die ist echt, man merkt ein Gewicht, ja. Und das ist einiges. Ja, ja. Nicht dahinter. Ah. Oh, Scheiß, das geht wirklich ins Ohr. Also, das scheppert richtig ins Ohr. Ne, habt ihr gehört? Die Alarmanlage ist angegangen. Also wirklich auch von Diebstahl. Ich glaube, so ein Ding kannst du auch nicht nirgends abstellen, sonst ist er weg. Ja. Ja, also ich glaube, das ist so ein. Ja, das geht schnell. Jetzt mal Rolls-Royce. Guck mal, nicht gewaschen. Warum ist mein Baby nicht gewaschen? Kann mir das irgendeiner erklären? Ja, yeah. So sieht's aus. Ich glaube, für den Sommer könnte ich mich daran gewöhnen, ne? So ein Ding zu besitzen. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ob wir ein Projekt daraus machen oder nicht, weiß ich nicht. Hauptsache, wir haben ein paar coole Eindrücke. Und ja, für euch haben wir so eine kleine Runde mit der Halle gedreht.